Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir sind wieder im schönen Tamriel und wir starten heute genau da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar in Glenumbra hier oben. Und wir sollen uns mit Gwyn treffen. Da reiten wir mal eben kurz hin. Aber noch Möglichkeit, ohne dass wir kaputt gehen. So, Gwyn ist einmal höher und ich glaube, das ist die Quest, die ich zu einem meiner Lieblingsquests ernennen möchte. Weil es darum geht, die Wölfe, die so böse sind, im Hintergrund lieb zu machen. Was? Wer? Verdammt noch eins! Die letzte verrückte Person, die sich an mich herangeschlichen hat, wurde für ihre Mühe mit einem Schwert im Bauch belohnt. Na, da bin ich ja froh, dass ich nicht verrückt bin. Ich wollte euch nicht erschrecken. Würdin Ileana hat mich geschickt, damit ich euch helfe. Entschuldigt. Eine alte Gewohnheit. Ich war Teil der Garde, bevor ich dem Wirt beitrat. Die verdammten Blutdornen haben unseren Wirtbaum eingenommen. Ich habe noch nie solche Magie gesehen. Ich weiß nicht, was ihr tun könnt. Aber wenn Ileana euch geschickt hat, ist eure Hilfe willkommen. Seht euch um, wenn ihr müsst, aber wir müssen schnell handeln. Wie kann ich euch helfen? Die Blutdorn-Kultisten haben unsere Portalsteine gestohlen. Ich habe der Gewalt abgeschworen, als ich die Garde verließ. Aber das Töten der Kultisten ist vielleicht der einzige Weg, die Portalsteine zurückzubekommen. Ich kann mich für euch um die Kultisten kümmern. Wir brauchen diese Steine, um ungesehen in unsere Enklave zu gelangen. Bergt die Steine und aktiviert sie in den Hütten, damit meine Schwestern zu euch stoßen können. Meinen Stein habe ich noch. Hier, legt ihn an den Eingang des Wirtbaums und ich trete dann durch das Portal, um euch zu treffen. Ich kümmere mich darum. Ja, und ich möchte die süßen Wölfe nicht kaputt machen, deswegen versuche ich mal so ein bisschen außerhalb rumzureiten. Ja, ich weiß, die spawnen immer wieder, aber trotzdem. Ich meine, es geht ja hier ums Prinzip, ne? Oh ja, die haben aber schöne, leckere Sachen teilweise hier. Auch was zu lesen. Ein Brief an die Würdin, wie hieß sie jetzt? Glenn, ne? Nee, Gwen. Gwen hieß sie. Guten Tag, hier kommt die Putzkolonne. Oh, da ist ein Wolf bei. Den lassen wir mal leben. Kann man gar nichts einsammeln hier, schade. Leg den Stein da drauf. Wollte gerade sagen, gerade ging es doch noch. Wir sind gekommen, um den Wirtbaum zu retten. Okay, die warten dann erstmal. Okay. Ist in Ordnung. Die warten vermutlich, bis der Rest dann auch soweit ist. So, ein Portal haben wir geöffnet. Bleiben noch drei. Wo sind wir denn hier? Da hinten ist auf jeden Fall noch eine Hütte. Dann laufen wir nochmal eben schnell hin. So. Was haben wir denn hier Schönes? Die brauchen ja wahrscheinlich das ganze Essen nicht mehr, ne? Ich meine. Außerdem bin ich eine Heldin. Oh nein, wir müssen die Wolfis töten. Das finde ich nicht nett. Vielleicht verfolgen die mich ja nicht, wenn ich einfach durchlaufe. Ich weiß es nicht. Hier. Kommen sie zumindest nicht mehr. Bleib zurück. Wir beginnen mit dem Ritual. Ist okay. Ihr seht mich nicht, ihr lieben Wolfis. Die sind gar nicht mehr da, oder? Waren die gerade weg? Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet, aber ich meine ja. So, Moment. Wir müssen einmal. Da hinten ist eine Hütte, genau. Wir warten hier einfach mal durch den Sumpf durch. Auch nicht schlimm.
So, nehmen natürlich alles mit, was wir hier so finden. Laufen macht hungrig. Und da die gute Sachen hier haben, nehmen wir die einfach mal alle mit. So. Kostet ja was, wenn man möchte, dass, ne? Dass sich andere Leute darum kümmern, dass sowas passiert hier. Nimm Basti. Der wird gerne angeschossen. Wieso steht der jetzt neben mir, der Idiot? Die Zeit ist reif, den Wirtbaum zurückzufordern. 3 von 4, okay. So, der andere war irgendwo hier in der Nähe, glaube ich. Da ist eine Tür. Da hinten, genau. Ich hoffe, hier ist jetzt kein süßes Wolfi, was ich umbringen muss. Nee, warte mal. Doch. Hä? War das nicht der, wo wir schon waren? Anscheinend nicht. Das sieht zwar genauso aus. Halt. Ich will noch Rettich und Trauben haben. So, jetzt gehen wir runter. Und Mehl ist immer gut. Es gibt ja eine schöne Mehlquelle in Auridon. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Nein, liebes Wolfi, braves Wolfi. Hallo. Basti ist hier. Ich will hier nur gerne was drauflegen. Hallo? Wieso kann ich hier keinen Stein drauflegen? Was ist denn hier wieder für ein Bug? Leute. Ich würde das Portal gerne öffnen, ja? Nee, das war Basti, der mir jetzt an. Oh, der Punkt ist wieder 2 Meter oberhalb. Okay, gut. Ihr habt das Portal an der perfekten Stelle geöffnet. Mhm. Jetzt können wir mit der Arbeit beginnen. So nennt man das also. Wenn man ganz nach oben gucken muss, damit man das überhaupt machen kann. Das nennt man dann das Portal an der perfekten Stelle geöffnet. Na gut. Bananen haben wir auch noch. Und eine Leiche, so wie es aussieht. Das ist nicht so schön. Na gut. Das war, glaube ich, das Portal, was man hier in der Mitte irgendwo machen musste. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Jetzt denke ich, sie sagt mal was und dann sagt sie nichts. War ja klar. Ihr habt meinen Stein gut platziert. So nah am Baum sollte ich sicher sein. Was soll ich als nächstes tun? Wir müssen die Wächterinnen beschwören. Mit ihrer Macht können wir diesen Ort von Angoffs üblen Einfluss läutern. Wie beschwöre ich die Wächterinnen? Angoffs verfluchte Ranken halten die Wächterinnen davon ab, auch nur in die Nähe des Wirtbaumes zu gelangen. Findet die Ranken, die in Kreisen aus Wirtblüten wachsen, und vernichtet sie. Das sollte es den Wächterinnen erlauben, vor euch zu erscheinen. Ja. Nichts einfacher als das. Ich habe nur keine Ahnung, wie, wo. Es sind ja auch noch Bären. Die würde ich auch nur ungern töten. Das weiter oben. Ah, ja, ja, ja. Ich sehe was. Hallöchen. Die Vergeltung muss rasch erfolgen. Angoff wird für seine Anmaßung bezahlen. Ich bin hier, um euch zu helfen. Ist ja nicht so, als ob ich nicht eben schon mit ihr gesprochen hätte, ne? Der Wirtbaum muss auch weiterhin dem Himmel entgegenstreben. Ihr müsst die Verderbnis der Luft vernichten. Beachtet meine Warnungen, dann werdet ihr den Ansturm dieser abscheulichen Kreatur überleben. Kommt zu mir, wenn ich rufe. Meine Macht wird euch beschützen. Diese Steine gehören jetzt Angoff. Die Wogen der Schlacht wenden sich gegen euch. Er ist besiegt. Ja, der konnte ja auch nicht viel. So, dann zum Wasser. Das Wasser haben wir eben schon kennengelernt, beziehungsweise die Wächterin vom Wasser haben wir eben schon kennengelernt. Ich habe das jetzt mal auf ein bisschen weiter weggestellt, weil ich dann eher sehe, was passiert. So, einmal.
Rummelzackeball raus. Ich halte diese Verpestung kaum mehr aus. Helft uns, das Gleichgewicht des Wirtbaums wiederherzustellen. Was soll ich tun? Vernichtet den Gang. Bleibt in meiner Nähe und lasst euch von meiner Macht umhüllen. Diese Boah, ich hasse Steine es, wenn man nicht einfach mal zu Ende reden lassen kann, ne? Das Kampfglück wendet sich! An meine Seite! Jetzt! Nee, ich würde gerne vorher mit dir Wer zu Ende ist reden. Besiegt. Na toll. Boah, ich hasse es, wenn andere einem die Story verderben. Das ist doch... Dann sollen sie es besser programmieren, ganz ehrlich. Ich hätte nämlich gerne gehört, was die Leute alle zu sagen haben und nicht immer wieder mittendrin abgebrochen und... Da ist ein Schlürfer. Da oben ist es. So, mit der werde ich jetzt nicht sprechen. Ich werde jetzt warten, bis... wann ihr an meine Seite zurückkehren sollt. Nein! Wenn ihr in meiner Nähe seid, kann ich euch vor den Angriffen des Geistes beschützen. Nein, Basti, du gehst da jetzt nicht hin. Nö. Der Geist wirkt einen Zauber, der den Boden unter euch erschüttern wird. An meine Seite, jetzt! Nix mit an meine Seite, ich lasse das jetzt einfach mal so laufen, weil ich bin jetzt gerade ein bisschen angesäuert. Der Geist wirkt einen Zauber, der den Boden unter euch erschüttern wird. An meine Seite, jetzt! Ich hoffe, das resettet sich gleich wieder und man kann noch mal vernünftig mit der reden, weil ich möchte ja die Story... erzählt bekommen. Besiegt. Okay, man kann natürlich nicht vernünftig mit ihr reden. Na super. Okay, wissen wir fürs nächste Mal Bescheid. Man darf seine Story nicht durchgehend hören, sondern sobald andere dann in der Nähe sind, ist dann alles halt eben kaputt. Gut, wo ist die Würdin, die wir treffen sollen? Und ja, das macht mich ein bisschen säuerlich, das gebe ich auch ganz offen zu, weil ich spiele ja eine Story wegen der Story, ne? Ich kann fühlen, wie sich das erdrückende Gewicht von Angoffs Verderbnis hebt. Ich spüre die Dankbarkeit der Wächterinnen, aber ich spüre auch Angst. Angoffs Gesindel hat Angst. Alle Geister der Verderbnis wurden zerstört. Ihr habt euch gut geschlagen. Und ich bin froh, an eurer Seite zu stehen. Jetzt haben wir endlich eine Chance gegen Angoff und können seiner unheiligen Verderbnis ein Ende bereiten. Wir stehen allerdings noch vor einer weiteren Herausforderung. Ja, und wir haben passgenaue Hänsen bekommen, in Mittel. Angoffs letztes Gespenst hat sich im Baum eingenistet. Es wird sich nicht leicht bannen lassen, aber die Wächterinnen haben versprochen, euch zu helfen. Wenn ihr bereit seid, betretet den Baum und treibt diesen unreinen Geist aus. Ich werde dem sofort ein Ende setzen. Ich hoffe, dass jetzt nicht allzu viel Story da drin ist, weil ich weiß nämlich, dass da jetzt jemand vor mir reingegangen ist und ich weiß, dass man den leider nicht alleine machen darf. Mal schauen. Zerstört der scheint aber diese schon fertig zu sein. Befreit den Wirtbau. Die Marionette der Hexe ist da. Zeit eurer Einmischung. Das Kampfglück wendet sich. An meine Seite. Jetzt! Narren, ihr habt vielleicht einen meiner Sklaven vernichtet, aber ich habe noch viele mehr. Achso, ich dachte, sie sagt auch nochmal was. So. Das ist so schön. Seht ihr das? Die Dinge haben sich schon jetzt verändert. Der Wirtbaum wurde wieder in seinen alten Zustand versetzt. Ich bin nur froh, dass ich helfen konnte. Dank sei den Wächterinnen, dass ihr es geschafft habt. Wir liefen Gefahr, diese Schlacht zu verlieren, aber jetzt liegen die Dinge anders. Und ihr, eine Fremde. Es ist ein Wunder, dass ihr euer Leben für uns aufs Spiel gesetzt habt. Die Überraschungen dieser Welt kennen wirklich kein Ende. Ja, und wir haben einen Flammenstab vom Segen des Wirtbraums bekommen und einen Fertigkeitspunkt. Bevor ich zum Wirt kam, habe ich der Löwengarde gedient, also weiß ich schon ein wenig mehr von der Welt. Ich denke, es ist Zeit, dass sich meine Schwestern nicht mehr verstecken. Wir könnten von mehr Kontakt mit der Außenwelt profitieren. Wird sich der Wirtbaum erholen? Wenn es keine weiteren Angriffe gibt,
Dann wird sich der Baum erholen. Eine Jägerin, Gloria Fausta, kam auf der Suche nach Hilfe hierher, während ihr im Baum wart. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass wir sie abgewiesen haben. Wir durften uns nicht ablenken lassen, wo der Ausgang der Schlacht doch noch so unklar war. Wohin ist sie gegangen? Altfelden. Sie sagte, Werwölfe hätten Camlorn eingenommen und der Herzog sei geflohen. Wir konnten ihr nicht helfen, aber vielleicht könnt ihr das? Kammerherr Weller in Altfelden sollte mehr wissen. Ich gehe nach Altfelden. Ja, sehr schön. Jetzt muss ich nur mal eben gucken, wo ist denn überhaupt Altfelden? Ah ja, hier vorne. Das ist sehr schön. Dann reite ich soweit schon mal dahin, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, dass wir den Rest, also den Teil in Altfelden bzw. mit den Werwölfen, dann in der nächsten Folge sehen. Diese Folge ist ein bisschen kurz geworden. Eigentlich hätte ich die jetzt auch beide zusammen machen können. Gut, ich hatte es im Kopf, dass es hier noch ein bisschen länger dauert. Allerdings habe ich da dann auch die Story immer gelesen und so weiter. Das ist ja leider ein bisschen verkürzt worden. Finde ich schade, bin ich ganz ehrlich, weil man jetzt die ganzen Dialoge nicht hören konnte bei den letzten zwei Wächterinnen. Und ja, ist halt so, kann man nichts machen. Finde ich aber trotzdem ein bisschen schade. Ja, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir sehen uns dann in Altfelden was, glaube ich, wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.